Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, bei den Ferienimmobilien-Insidern. Mir ist wieder der Jürgen Böhm und der Dr. Thomas Langenberg. Dr. Thomas Langenberg von den Ferienimmobilien-Insidern. Unser Motto: reich und glücklich mit Ferienimmobilien. Thomas, wann sollten die Leute jetzt wegschalten? Welche drei Fragen sollten sie mit Ja beantworten, damit sie weitergucken? Könntet ihr euch vorstellen, ein Ferienhaus oder ein Ferienapartment zu kaufen? Zweite Frage: Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr sowas machen würdet, dass ihr damit auch Geld verdienen würdet? Und wenn ihr ganz, ganz kühn seid, dann? Könntet ihr euch sogar vorstellen, dass sich diese Immobilie von ganz, ganz alleine abbezahlt? Und das ist ja das Motto der Ferienimmobilien-Insider, dass wir sagen, glücklich und reich mit Ferienimmobilien. Und wir wollen euch zeigen, wie das funktioniert. Wenn ihr also eine von diesen drei Fragen mit Ja beantwortet, dann müsst ihr hier weiter gucken. Warum haben die Leute eigentlich noch keine Ferienwohnung? Warum sind sie noch da? Weil es am Ende des Tages halt nicht so einfach ist. Also andere Länder, andere Sitten, du musst dir überlegen, willst du wirklich in Kroatien zum Beispiel investieren? Kennst du dich aus? Hast du Leute dort? Und ja. Und die Gefahren sind hoch und das Interessante ist das, so eine Investition von ein paar hunderttausend Euro, ja, da kann man ganz, ganz schnell mit ein paar wenigen Fehlern unglaublich viel Geld verlieren. Ja? Also bis zu zig, 20, 30.000 Euro. Was kann man da für Fehler machen? Du kannst am Ende des Tages ein Haus kaufen, wo du sagst, es gefällt dir gut, aber es stellt sich heraus, dass es ein Schwarzbau ist und du es eigentlich hättest gar nicht... Das ist dieses Jahr eine Freundin von mir passiert, in Kalabrien beinahe ein Haus in der ersten Meereslinie gekauft hat. Die war kurz davor, hat im letzten Moment den Zuschlag nicht gekriegt und dann hat sich tatsächlich 4 Wochen später rausgestellt, Schwarzbau, und die Renovierung wurde gestoppt. Wo kann man noch Geld verlieren? Du kannst einfach eine falsche Finanzierung hier irgendwie auswählen. Oder? Deswegen haben wir das 10-Phasen-Schema da gemacht. Und haben gesagt, vom Ankauf bis zum Verkauf, bis zum Finanzierung, da kann man überall Fehler machen. Und jetzt haben wir uns Leute gefragt, Mensch, könnt ihr da nicht noch tiefer reingehen? Und deswegen wollen wir uns euch heute unser erstes Produkt vorstellen. Das ist die Profi-Toolbox für euch Ferienimmobilienbesitzer. Und die Profi-Toolbox soll euch alles geben, was ihr braucht, um eine Immobilie zu kaufen, zu betreiben, zu vermieten oder auch zu verkaufen. Jetzt werde ich euch fragen, was ist denn da drin in der Toolbox, in der großen Box? Und das Spannende ist, dass wir haben tatsächlich alle Register gezogen. Ja? Wir haben Profi-Checklisten besorgt, haben die aufbereitet, haben die verbessert, haben die mit Leuten überarbeitet. Das heißt also, wir haben ein Riesenset an Checklisten, wie meine Besichtigung, was muss ich eben bei den Kriterien beantworten. Was ist noch drin? Ihr habt Marktzahlen drin, wo ihr für euer Land, für eure Region rausfinden könnt, was kann man da eigentlich für Geld verdienen. Es ist fantastisch, was da geht. Ja? Dass du tatsächlich sagen kannst, in Opatia, die und die Sachen, und dann kriegst du ein Estimate. Was ist der Mietzins für ein bestimmtes Objekt? Diese Tools haben wir exklusiv, nicht exklusiv, die kann man auch woanders haben, aber die muss man erstmal finden, wir bereiten die auf. Genau. Was ist noch drin? Dann hast du, wenn du diese Zahlen hast, musst du natürlich auch mal ausrechnen und sagen, wie passen die Zahlen zu deinem Objekt? Also was kannst du mit deinem eigenen Objekt wahrscheinlich für Renditen machen? Und wenn du nicht weißt, wie du diese Tools bedienst, kriegst du von uns Trainings, Videotrainings, wie du diese Tools bedienst. Plus die Tools, die haben wir selbst gemacht, das ist ein Renditerechner. Wo man im Prinzip alle Sachen macht, was muss ich einsetzen, was sind die Nebenkosten, was sind erwartete Mieteinnahmen, was sind dann Renditen. Und das Erstaunliche ist das, ja, wir haben jetzt bei vielen Sachen rausgekriegt, so 7-12% Rendite ist kein großes Problem. Ja. Nee, aber sowas kostet wahrscheinlich jede Menge Geld. Was ist denn der Wert von sowas in etwa? Kann man das überhaupt Ja, ich denke mal, wenn du alles reinrechnest, bist du mit 5.000, 6.000 Euro locker dabei. Was wir auch noch gemacht haben, ist, wir haben Experten vor Ort, also in bestimmten Regionen, das sind wir derzeit in Kalabrien, haben wir die haben wir in Tirol, die haben wir in Kroatien, ja. In Deutschland. Das heißt, da gibt es exklusiven Zugang zu Rechtsanwälten und Leuten, die Finanzierungen machen. Auch das ist drin. Richtig. Und dann hast du das Wissen, dann hast du das Netzwerk und dann kommt natürlich am Ende des Tages, was brauchst du noch? Ja. Jetzt brauchst du? Die Objekte. Die Objekte. Also haben wir natürlich auch noch einen Marktplatz drin, der geschlossen ist, der im geschlossenen Mitgliederbereich drin ist. Also, und das kostet ein paar tausend Euro oder wie wollen wir das preisen? Eigentlich könnte es den Preis verlangen, aber weil uns wichtig ist, dass ihr reich und erfolgreich mit und glücklich mit Ferienimmobilien werdet, haben wir gesagt, wir machen ein ganz, ganz spezielles Angebot für euch. Einmalig 297 Euro und damit kriegt ihr lebenslangen Zugang zu dieser Profi-Toolbox. Thomas hat mich lang genervt, dass wir diesen Preis machen. Ich habe gesagt, Thomas, wir müssen unbedingt, also wenn wir 5.000 Euro Wert geben, ja, irgendwie bei 1.000 Euro wenigstens bleiben oder sowas. Nein, er hat gesagt, wir machen das für eine bestimmte Zeit, für eine limitierte Zeit. Wir streiten jeden Tag dran, wann wir es hinten. Also sichert es euch jetzt. Lebenslanger Zugang zu all diesen Sachen. Das wächst natürlich auch. Ja. Wir haben letzte Woche gerade wieder 3 neue Tools reingebaut und neue Experten reingepackt. Also spannend, was ist jetzt noch unser Hinweis? Einfach hier, geht auf der Seite, einfach hier nach unten, lest es euch durch, was unsere Geschichte war, wie wir draufgekommen sind, was da alles drinsteckt und am Ende des Tages einfach kaufen. Ja. Und wenn ihr es nicht macht, ihr wisst, dass das Risiko ist, ihr macht einen Fehler, 10.000 Euro sind weg, boah, ja, oder ihr habt eine Immobilie, die sich nicht alleine abzahlt, ja. Richtig.
Und also von daher unsere Empfehlung, go do. Bis dann, bis zum nächsten Mal, eure Ferienimmobilien-Insider, der Thomas und der Jürgen. Tschüss. Ciao.